Hallo zusammen an diesem schönen verdrehten Freitagmorgen. Ich habe heute frei und wir sehen hier schon, alle sind auch da. Und heute ist verdrehte Welt bei uns. Was ist denn los? Gib mal her. Ich gebe dir ein anderes Eis, okay? Aber nicht dieses. So, weil ich bin heute die Mama und das ist heute der Papa. Ja, der Papa macht da so ein paar Sachen fertig. Ist normal, macht der Papa ja immer. Ich habe hier gerade gesaugt, habe hier gerade ein bisschen aufgeräumt und habe hier den Boden gewischt. Joanna, wenn du läufst, du bitte nicht durch das frisch gewischte. Guck mal, da ist noch feucht. Bisschen aufpassen. So. Ne? Ich bin heute die Mama nämlich. Nee, das auch nicht. Wenn du ein Eis möchtest, nimmst du bitte dieses hier. Das andere saut nämlich zu sehr, Lamia. Möchtest du das Eis oder nicht? Möchtest du nicht? Dann packe ich das weg. So. Nee, das andere Eis gibt's nicht. So, und dann überlegen wir mal, was wir heute machen. Ich würde ja gerne zu Ikea fahren. Der Papa möchte aber gerne woanders hin. Der wollte wieder ins Fitnessstudio, der alte Sack. Aber heute wird mal gemacht, was die Mama will, nämlich ich. Und ich möchte gerne mit der ganzen Familie zu Ikea. Mir Sachen für mein Zimmer aussuchen. Ja, Papa zahlt ja, das ist das schon okay. Ja. Solange der Papa zahlt, gucken wir mal, ne? Das kannst du nicht. Muss man nur dem Papa sagen, du musst auch Portemonnaie mitnehmen. Nein, da brauchst du auch nicht so einen Randale zu machen. So, jetzt beruhig dich mal. Aber weißt du was, der Papa hat ja heute frei. Der Papa hat ja heute frei. Ich regel das immer, heute kann der Papa das mal regeln, ja? Könntest du dich bitte um die Kleine mal kümmern? Die sieht dich die ganze Woche nicht, hier 20 hier rum. Komm mal. Ja, Papa, Mama regelt, ne? Mama regelt. So. Was ist denn los? Hm? Was ist los, Malamia? Sag mir, erzähl mir mal. Ich muss eigentlich die Beine hochmachen, weil ich hier gerade gewischt habe. Was ist los? So ein komischer Morgen. Ich habe eine Frage. Ein Wassereis könntest du essen, aber ein anderes Eis gibt's nicht. Hm? Ja, aber ein Wassereis. Wassereis. Ja? Dann gucken wir jetzt nochmal zusammen. So. Hallo Papa, Mama. Hallo Joanna. Wo ist der Papa denn schon wieder? Ist er wieder auf Toilette? Ich bin auf Klo, genau. Komm in einer halben Stunde wieder. Welches möchtest du? Das, okay. Was? Na? Der Papa ist schon wieder überfordert an seinem freien Tag. Der hat sich schon wieder verzogen. Mach mal zu. Hast du dich schon wieder verzogen, Papa? Ist halt schon wieder zu viel mit den Kindern am Morgen? Ja, Papa ist auf Klo, Mama ist hier. So. Genau, so sieht's aus. Ja, ich mach das Wassereis mal auf. Wassereis kann man auch morgens bei so warmen Temperaturen essen, hat die Mama entschieden. Ein Tuch brauchst du? Ja, hier, hier ist ein Tuch. Abschneiden. Abschneiden? Ja. So. Abschneiden. So. Bisschen. Lamiachen, was ist los mit dir? Bist du müde? Willst du schon Mittagsschlaf machen und verfrühten? Was hat sie gemacht? Ja, die zickt jetzt hier rum. Ich habe mir die Zähne geputzt. Gut, das ist gut. Ich habe einmal so geputzt, wie die Zahn abgeht. Guck mal, ist das für die Haare hier? Ja, ne? Ja.
was die Zahnärztin mir gezeigt hat. Ne? Ja. Und dann danach habe ich noch ganz schnell geputzt, wie du meistens immer putzt. So. Danach. Gut. So, ich bin jetzt der Mia, la Mia ist Joanna. So. So. Oh, oh, oh. Was wollte ich jetzt nochmal machen? So, da sind wir jetzt im Auto. Wir fahren jetzt zu Ikea. Und wie immer, Papa fährt. Ah! Ob das mal eine gute Idee war, ey. Ja, wir wollen gucken, ob wir... Ich habe mir ja schon lange fürs Wohnzimmer einen neuen Schrank gewünscht. Und der Papa möchte ja auch gerne einen neuen Schrank für seinen Whisky haben. Ach ja. Oh, deshalb... Hast du auch hinten zugeschlossen jetzt gerade? Ja, habe ich. Okay. Ach ja, darf ich auch noch was sagen? Ja. Ich darf mir Sachen für mein Zimmer aussuchen. Also so vielleicht... Ich sag mal so ein Beispiel... wie so eine Schreibtischlampe oder sowas, aber kein Kuscheltier oder so, ich brauche kein Kuscheltier. Ja, ist richtig. Ne? Papa bezahlt ja alles gleich. Gucken, ob ich auch noch was Schönes finde. Könnte mal wieder eine neue Bettdecke, neue Bettwäsche gebrauchen oder so. So. Der Papa fährt. Hallo. Ja. Was gibt's sonst Neues, ihr Hübschen? Oh, geil. Wir haben gerade... Ich habe ausgeschlafen, wie immer. Ihr wisst ja, ich bin ein Langschläfer. Ausgeschlafen? Ich habe da nicht so mit früh aufstehen. Der Papa allerdings, der ist wieder früh aufgestanden, hat sich dann um Lamia gekümmert. Kein Quatsch, ey. Warum sie... Und, boah, ich bin immer noch müde. Ich glaube, ich muss erst mal Mittagsschlaf machen gleich. Und tu so, als wenn der Dominik nichts davon wüsste. Und, richtig fies. Wir müssen ein paar Videos schneiden gleich. Ja, müssen wir mal gucken. Der Papa hat nicht viel zu erzählen heute. Aber dann mache ich das. Ihr wisst ja, ich erzähle ja immer gerne. Und zwar, habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe ein bisschen länger geschlafen, wie immer. Fühle mich jetzt richtig powerful. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt. Heute aber nicht mit Brötchen, sondern nur mit Brot, weil ich zum Papa gesagt habe, ich habe gestern erst frisches Brot gekauft. Und ja, dann hatten wir die spontane hatte er die Idee. Seit Wochen, aber mit mir will ja nie einer zu Ikea. Seit Wochen möchte ich gerne dahin. Und jetzt haben sie sich erbarmt heute mal. Ja, das ist halt, man hat es halt nicht einfach als Hausfrau, ne? Das ist... Ja. Aber so schön, wenn der Mann mal Urlaub hat und dann auch mal da ist. Wir sehen uns später. So, jetzt habe ich ungefähr die Hälfte als Beifahrer geschafft. Ich finde, der Papa fährt heute recht human. Nicht so zügig wie sonst. Aber ist schon ganz angenehm. Schön auch immer der Beifahrer zu sein. Anderes Lied machen. Ja. Papa, machst du mal ein anderes Lied eben? Danke. Du kriegst zur Belohnung auch gleich einen Hotdog, dass du mit mir hier hingefahren bist. Ne? Wo war ich jetzt? Ne? Mhm. Du warst hart, weil auf den Tisch bist. Papa, du warst ja gehen. Ich soll ja gehen. Ach, die Lampe ist ja hübsch. Ja. Oha, was für ein schönes Zimmer. Schön, ne? Was ist das? Ja. Oh, schön. Schön, ne? Was machst du denn Leckeres zu essen? Lamia, was machst du zu essen? Nudeln? Ja. Bolognese?
Backe Kuchen. Mittagessen. Das ist Rosi. Dominik. Lamia hat nur Erdbeeren. Sag mal hallo. Hallo. Und Joanna hat eine Kinderportion. Lamia. Lecker. Sind die Erdbeeren lecker? Mhm. Ja. Cool. Helfen? So, hallo zusammen. Da sind wir jetzt zu Hause. Wir sind bei Joanna im Zimmer. Ist jetzt mega chaotisch hier, weil wir den Schreibtisch verstellt haben. Und wir haben den neuen Schrank mitgenommen. Den bauen wir jetzt gleich auf und machen da ein Extra-Video zu. Das Extra-Video wird aber auf Dojos Spielzeugwelt, also auf unserem anderen Kanal, erscheinen. Wenn ihr daran Interesse habt, euch das anzugucken, wie wir den Schrank aufbauen und Joanna dann auch ihren Schrank einrichtet, dann schaut mal auf Dojos Spielzeugwelt vorbei. Da wird das andere Video erscheinen. Ansonsten, ja, Platz haben wir schon gemacht. Der Bogen kommt natürlich auch noch weg. Dann kommt da der Schrank hin. Und dann müssen wir überlegen, was wir mit dem Schreibtisch machen. Den haben wir jetzt erstmal provisorisch dahingestellt. Steht aber dann halb vor dem Fenster. Unsere Überlegung geht dahin, den Schreibtisch auf die andere Seite hinzustellen. Da in die Mitte. Und diesen Schrank hier dann hochkant dahin. Aber da müssen wir noch überlegen. Erstmal bauen wir den Schrank auf. Der soll definitiv dahin. Den Rest bauen wir da drumherum. Joanna isst ein Eis und wir gucken Soy Luna. Heute ist wirklich der große Tag. Wir haben uns ein bisschen vertan. Ja. Wir dachten immer morgen, aber jetzt ist der große Tag. Oh, ist das sehr spannend, ne? Und wenn Luna und, Luna und Matteo auftreten, ist das dann bestimmt am Montag dann. Meinst du? Boah, das ist ja fies. Noch 10 Minuten, ne? Boah. Wir sind gespannt. Lecker.